So, hallo, wir machen weiter mit VLDC11. Der Stevie ist wieder dabei, hoffentlich mit einigermaßen guter Verbindung. Gerade hatten wir noch ein paar Probleme, aber es sollte jetzt funktionieren. Den aktuellsten Part hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Die anderen hast du wahrscheinlich gesehen. Den aktuellsten noch nicht, nein. Würde jetzt mal vorsichtig vermuten. Okay, da wollte ich dich was fragen, weil ich bin nämlich hier in diesem Level. Ja. Weil das kannst du jetzt auch noch nicht beantworten, deswegen ich zeig dir das mal kurz. Nee, das war das Falsche. Das war's nicht. Das Level war einfach loopy. Das war das hier unten, glaube ich. Ach so, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Nachdem, also die letzte Yoshi-Coin ist die über dieser Lava. Weißt du, was ich meine? Wenn du sagst, du weißt, was das Problem ist? Genau. Ist es richtig, dass wenn man Part 3 freigeschaltet hat... Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg? Das ist auch interessant. Weil ich nämlich aktuell an einem Punkt... Also ich habe sie jetzt ja mittlerweile schon eingesammelt. Ah, jetzt ist das wieder weg da unten. Hä? Das ist ja wild. Ja, denn die One-Ups, die du einsammelst, werden nicht gespeichert. Die werden resettet. Weil ich neu gestartet habe jetzt. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, okay. Weil nämlich, nachdem ich das Level abgeschlossen hatte, hatte ich so erstmal nicht gewusst, wie ich jetzt an diese Yoshi-Coin hier unten rankomme. Und dann ist aber, nachdem man das abschließt, ist ja hier diese Steine, auf denen ich stehe, die sind ja da bis zur Yoshi-Coin, gehen die ja durch dann. Und du kommst also dann nicht mehr normal durchs Level durch. Das heißt, man muss nach dieser Yoshi-Coin dann sterben. Ich wollte nur wissen, ob ich das richtig interpretiert habe. Ja, ich kann mich nicht ganz erinnern, wie es war, aber ja. Okay, weil du hast keine Möglichkeit mehr zurückzugehen. Du kommst lediglich, da ist eine Tür. Da unten ist eine Tür, glaube ich. Warte, ich spule mal kurz zurück. Irgendwas ist da unten. Nee, jetzt ist da gar nichts mehr. Egal. Aber, achso, ich glaube, da oben die Tür ist es. Und damit kommst du nur wieder von der Röhre raus, aber kommst nicht mehr dahin, wo es dann zum Abschnitt 3 weitergehen könnte. Aber okay, jetzt wo ich neu gestartet habe, ja, jetzt ist dieser Checkpoint weg. Jetzt könnte man nochmal den Abschnitt 2 spielen. Okay. Nee, dann alles gut. Dann ist alles gut. Okay. Ja. Jetzt überlege ich nur, ich hatte noch irgendwas anderes, was ich selbst klarstellen wollte, aber ich glaube, das hat sich. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ist egal. Okay. Irgendwo habe ich Quatsch erzählt, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Das Level war auch sehr interessant. Ja, ich denke mal, du hast den ersten Raum gesehen, oder? Ja. Ja. Und ich habe dann auch, weil mich das Level eben so interessiert hat, habe ich auch mal die Bewertungen dann noch durchgelesen danach. Du hast Morsels gelesen, oder? Das war die kürzeste Bewertung überhaupt. Also, das war sehr interessant. Ja. Okay, ja, ein Level habe ich jetzt noch übrig. Das habe ich noch nicht gespielt. Und ansonsten, genau. Hast du irgendwas zu den Leveln hier noch zu sagen, was jetzt durch meine Parts nicht deutlich geworden ist? Wo du dich noch dazu äußern möchtest? Nö, also erstmal Shoutouts zu Bebem Leg, der das Glowing in the Deep Level gemacht hat. Shoutouts to you, Bebem. You made a very good level. Good job, my friend. Und du hast, der Mond. Das war... Das. Das, da habe ich mir dann auch, ich habe nicht mal, also dass ich den eingesammelt habe, habe ich ja nicht mal gecheckt. Ich habe ja dann nur später gecheckt, dass er da unten ist. Das hat mich ja schon geärgert. Aber wenn ich realisiert hätte, dass ich den eingesammelt habe, das habe ich erst durch den Kommentar dann. Ich habe die One-Up-Sound gehört. Nein. Nee, ich war komplett auf die Koopas fixiert und da irgendwie durchzukommen. ganz wild. Okay, wie komme ich da jetzt an? Wahrscheinlich. Achso. Naja, super. ich sollte nicht. So, jetzt. Pipes flip not only to wear, also sprites based on exposition. Predict your reverse. Okay, alles klar. Ja, gut. Da noch ran? Müsste eigentlich gehen, oder? So. Oh ja, dann nicht. Dann halt nicht. Ah, jetzt hat er da... Ah. Okay. Jetzt ist die oben. Okay, ich verstehe.
Ach, und für die, die es noch nicht wissen, Bebenleg ist ein guter Freund von mir. Deshalb habe ich das Level erwähnt. So. Okay. Ach so. Da muss man ganz schön viel nachdenken. Okay. So, zack. Wobei im Moment ist es eigentlich meistens, ja, man wechselt halt. Und dann ergeben sich neue Dinge. Nein, das wollte ich nicht. Ja, dann gehen wir jetzt halt so rüber. Wurscht. Ja, nee. Okay, tschüss. Jetzt kommt die von oben runter. Ja. Ah, die muss hier... Nee, die muss hier gar nichts. Ist da ein P-Switch? Aber wir switchen hier schon wieder. Jetzt komme ich also da raus. Yo, hi. Ach, jetzt macht die das. Ach so. Auch interessant. Hier, jetzt gehen wir da wieder durch. Und sind hier unten. Entschuldigung. Na. Oh. Da habe ich ihn kurz in die Hand genommen, anstatt dass ich ihn... dass ich meinen Spin-Job auslösen konnte. Uah! Okay. Ach Gott, ach Gott. Hops. Nein, nicht so. Hä? Wieso kannst du da stehen? Wo stehen? Da, du bist da gerade... Hä? Spring mal irgendwo da neben der blauen Röhre. Neben der blauen Röhre? Bist du da gestanden? LOL. Hä? LOL. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, ich fall runter. Das ist ja witzig. Okay. Das ist dann... Hä, die fallen durch. Zum Glück habe ich jetzt Access zu meinem PC. Da kann ich nachschauen, was da los ist. Und das ist wahrscheinlich der Sprite-Boden, der die Sprites durchlässt, aber Mario nicht. Let's see. Interessant. Entweder vielleicht als... Vielleicht war ihm der Sprung zu schwer und er dachte so, okay. Ja. Es ist in Ordnung. Ich meine, ich habe nichts dagegen. So, wir haben noch nicht den Mond gefunden. Es gab in dem Level auch, glaube ich, nur einen Mond. Ah, jetzt ist das hier umgestellt. Ja, da sind tatsächlich die roten Schalterblöcke gesetzt. Ja, naja. Das ist dann sicherlich Absicht. Oh, wir sind aber noch nicht mal bei Midway Point. Hilfe. Das ist ein großes Level. Watch out, you can't see the terror because of darkness. Use enemies to detect. Jetzt kommt ein komplett neues Gimmick. Wir sind noch nicht mal beim Midway Point. Das ist doch auch wieder so ein Level, was schon allein vom Konzept her... Okay, jetzt ist... Okay, vielleicht sind wir jetzt beim Midway Point, dann habe ich nichts gesagt. Okay, ich wollte gerade sagen, was vom Konzept her länger ist, wird als 500 Sekunden, aber ich habe nichts gesagt. Noch könnte man es schaffen. Ich dachte nur, der macht jetzt wieder so einen langen Abschnitt wie hier oben mit den Röhren. Das war nur ein ganz kurzer Abschnitt. Okay. Und jetzt stehen die Dinger in der Luft. Jetzt falten sie. Okay, jetzt ist wieder ein neues Gimmick. Ja. Ach, Mist. Das heißt, ja, okay, ich halte mit dem Ding dann die Zeit an und ich starte die Zeit auch wieder. Kann ich aber, okay, ich kann sie sowohl als auch betreten, ich verstehe. Und dann sind, okay, selbst die Dinger hat er in die Luft gesetzt. Ja, okay, okay, okay. I see. Ja, das ist ganz cool. Die Statue kannst du aber trotzdem anmachen. Okay. Solltest du vielleicht wissen. Ist ein Bug. Ah, okay, okay. Ah, jetzt. Obwohl die schießen auch gar nicht mehr. Jetzt bewegen die Dinger sich. Die schießen, okay. Ah, jetzt könnte ich hier hoch. Und dabei ist sowieso eigentlich erstmal die Röhre hier auschecken. Aber da scheint nichts zu sein. Ich probiere mal kurz. Was? Okay, nein.
Möchte auf keinen Fall den Mond hier verpassen. Oh. Natürlich. Das könnte jetzt knapp werden. Oh, ich muss was ausprobieren. Nein, okay, gut. Der Mond sollte der SI zu finden. Der okay, das ist gut. Dann muss ich nur hoffen, dass die Zeit noch reicht. Aber ansonsten sind wir halt beim Midway Point. Das ist dann auch in Ordnung. Risikospur. Hm. Wozu kann man hier hoch? Halt. Zu ungeduldig. So. Ah, jetzt ist wieder. Ah, okay. Bin mir nicht sicher, ob das mit der Zeit so gut funktionieren wird. Ich weiß auch nicht. Okay, Mond ist easy. Nein, noch nicht. Das waren Münzen. Ne? Das ist ein Fake-Mond. Das waren Münzen, scheiße. Das, Ah, okay, alles gut. Also, ah, ja, stimmt. Gut nicht im Sinne von der Vorgabe mit den 500 Sekunden, aber gut für mich jetzt als Spieler. Waren das überhaupt 500? Ich denke, oder? Ja, wir starten bei 500. Jetzt komme ich hier rein und lande dann da, okay. Moment, aber dann kann ich ja hier mal gerade... Was ist denn hier geradeaus? Du warst ja schon. Ach, das ist... Die Röhre ist jetzt... Okay, I see. Die ist durch den... Ja, okay. Ach. Super. Na komm. So, hier drauf kann ich stehen. Okay. Dann hier drauf. Nicht mehr. Okay. Okay, das war jetzt ein richtiger Mond. Dann kann man den ja eigentlich gar nicht verpassen. Dann ist der praktisch gratis. Wieso scrollen wir denn jetzt? Vor allem für... Ja, genau. Mein Herz. Wieso scrollt man am Schluss nochmal nur für das... Okay, naja. Meinetwegen. So, jetzt... 37. geworden, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und von Kusri. Ja. Ja, und das war's jetzt mit dem Spaß. Aber, na, ich glaube, man sollte nicht so voreingenommen in die Level reingehen. Sie können ja auch schlecht bewertet worden sein, obwohl man sie vielleicht ja selbst als okay empfindet. Deswegen, ich geh hier ganz unvoreingenommen rein. Und wir gucken uns die am schlechtesten bewerteten Level an. Die allerdings eine schöne Overworld bekommen haben. Ja. Okay, ja, ist auch wieder ein schöner Kreislauf. Merkst du was an der Oberwelt vielleicht? Ob ich was merke? Ja. Du meinst schon mal nichts von der Musik, weil die Musik ist halt nur Musik. Nö. Okay, ich nichts von der Musik. Was könnte ich merken? Also ich merke viel. Ich merke, dass da so ein Schloss steht. Aber ich frage es auch, was du hinaus willst. Also die ganze Oberwelt hier ist Undertale inspiriert. Spezifisch die Waterfall Area. Ah, okay. Dann ist das der Turm sozusagen, wo man an Dein trifft? Nee, das ist Asgards Schloss. Ach, das ist das. Ich dachte, das Schloss ist vielleicht das in der Mitte, so das große Ding. Ja. Wirst du schon sehen, wieso es Asgards Schloss ist. Ah, okay, okay. Und die Sternchen da. Ja. Dann geben wir doch auch die richtige Reihenfolge. Ja, die sind nicht der Reihe nach. Nee, aber ich meine, wenn du es jetzt so Undertale-technisch, dann würde man ja sozusagen so rumlaufen in Undertale. Wahrscheinlich.
Weil das hier ist doch, also dann ist doch das hier Toriels Haus. Vielleicht, weiß ich nicht. Du hast die Overworld gebaut. Es ist aber nicht so schön. Ne, ich finde, das passt. Also, das passt doch. Du hast hier das Haus, du hast dann den Waterfall-Abschnitt. So, das gibt für mich so einen Sinn. Dann wäre der Turm eben, wo man Undyne trifft, und beim Schloss ist man dann bei Asgore. Das hätte mich für mich schon Sinn ergeben. So, wie du es jetzt gesagt hast. Der Turm, so. Ja, genau. Weil das ist doch auch so ein Hügel, auf dem Undyne steht. Und der, von wo aus man angegriffen wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass das deine Intention war, weil du so gesagt hast, ja, das ist Undertale-inspiriert. Und dann habe ich das so vor mir gesehen. Da unten ist Toriels Haus, da ist der Waterfall-Teil und so weiter. Ich glaube, du interpretierst ein bisschen zu viel. Aber es hat Sinn ergeben. Okay, wir starten mit 104. Halt, ich habe den Namen vergessen. Silver Taixaira, The Camping Episode. Alles zu finden. Yoshi-Coin Mond und ein Exit. Okay. Ja. Wir dachten uns so, wir wollten die Level nicht so repräsentieren, dass sie... Wir wollten uns nicht über die lustig machen. Ja, nee, ist ja auch richtig. Also sie können ja auch einfach nur halt schlecht bewertet worden sein, aber trotzdem ja okay zum Spielen. Also sie müssen ja nicht gemein oder fies sein, vielleicht sind sie auch einfach nur zu kurz oder sonstiges halt. Oder einfach nur so linear, dann ist es halt, dann macht es jetzt nicht so viel Spaß, aber ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Also ich hoffe nicht, oh mein Gott, ich hoffe nicht auf zu viel Kaizo-Kram, aber wir werden sehen. Ja, okay. Ja, wie gesagt, wir werden sehen. Bisher schon mal kein Kaizo-Kram hier, das ist ja alles voll in Ordnung. Ist da drüben was? Nein, okay, ein Versuch war es wert. Für VLDT12 haben wir komplett auf eine Worst World verzichtet. Okay. Ist Dangerous Walks Route... Ja. Silvia ist schon mal nicht der englischen Sprache mächtig, aber das ist ja okay. Wir wissen, was sie uns sagen wollte. So, ich denke und hoffe, dass das hier ganz gut laufen wird. Gib mir mal die Wolke, Kollege. Nein. Yes. Ist das der Mond? Nice. Ja. Oh, da kann ich rein. Stopp. Kann ich nicht. Okay, cool. Lol. Ach so. Hä? Sollen wir da mit der Wolke runter? Wie soll man da hinkommen, wenn man jetzt nicht... Da kann man stehen. Da unten kann man stehen? Ach, hier kann man. Okay, ich verstehe. Okay, alles klar. Gut. Dann hat sich das geklärt. So, fehlt noch eine Yoshi-Coin. Ansonsten haben wir ja schon alles. Ja, das ist halt genau das, was ich meinte. So, es ist ein Level. Ja. Es ist da und das war es auch. Aber nicht mal das Schlechteste, weil es hat ja funktioniert. Es war jetzt nicht irgendwie gemein. So. Es war halt jetzt nicht sehr spannend. Das nächste ist das zweitschlechteste, aber ich finde, das hätte den schlechtesten Platz verdient. Okay. 110. Platz, Wolf Nasty. Forest Blitz. Schauen wir rein. Toriels Haus, du sagst es, du meintest. Naja. Naja, also von der Oberwelt her, nicht vom Level. So, das Level, das ist ja klar, dass du das nicht. Das Level hat sich ja nicht an Undertale angelehnt. Und grüner Pilz, der mich groß macht. Ja, das ist schon mal großartig. Okay. Aber verstehe, ja. Okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann muss ich hier irgendwie hoch. Hä? Ah. Ach, darüber, okay. Okay, und jetzt ist es nicht mehr fest, okay. Kann ich da runter? Vielleicht. Da sterbe ich, okay, alles klar. Da ist einfach ein Chuck dahinter, okay, cool. Will da hoch. Da ist doch bestimmt nichts, okay, gut. Dann ist da halt nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin kann und wo nicht. Okay, eine Wolke, perfekt.
Ja. Ah, okay, aber okay, ist schon mal so weit gedacht, dass man da nicht durch kann. Das ist doch was. Ja gut, das geht halt, aber das ist halt nur wegen des, ich sag mal... Du bist dann nicht gestorben? Okay. Nee. Krass. Ich darf hier durch. Also, dürfen tue ich nicht, aber... Es sind jetzt keine Tötungsblöcke oder so, die das verhindern. Ich habe nur Angst, dass ich Yoshi-Coins verpasse, aber ich glaube, die habe ich eh schon verpasst. Ja, ach. Stimmt, ja, die Yoshi-Coins. Oh, nee. Also da drüben habe ich zumindest jetzt mal eine gesehen. Die werde ich jetzt mal versuchen, mir zu snacken. Okay. Vielleicht war es ja auch. Ich mache schon mal einen Cheatcode bereit, dass du alle kriegst. What? Okay, wozu? Ich glaube, die sind ein bisschen scheiße. Ja, aber wenn ich sie nicht alle habe, dann ist es ja egal. Also ich habe jetzt auch in irgendeinem Level, habe ich doch auch irgendwie die anderen nicht gesammelt. Das ist nicht so wichtig. Okay, ich glaube, die eine hast du schon. Also wenn man vom Level her nicht rankommt, dann ist das so. Aber ich probiere es. Ich weiß gar nicht, welches Level das war. In irgendeinem Level habe ich glaube ich, auch Yoshi-Coins liegen lassen. Ich weiß nicht mehr, welches. Ja, weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, sie sind ja nicht weiter wichtig. Jetzt macht doch mal einen Abflug da oben, dankeschön. So. Okay, da ist die nächste. 3, bin guter Dinge. Es fehlen ja, upsala. Fehlen ja theoretisch jetzt nur noch 2. Sollte eine davon am Anfang sein, ist es auch nicht so schlimm. Aber ja, das Level ist schon speziell. Jetzt kommt der Kollege schon wieder. Ja, mach dich weg. Ah. Okay, sehr gut. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass da drüben eine Yoshi-Coin war. Aber ich hoffe nicht. Ich kann es dir ja verraten. Ja, theoretisch kannst du das. War da eine? Also ich sehe hier nur... Alter. Das ist etwa auch von mir einfach denkbar ungünstig gesetzt hier alles. So. Perfekt. Jetzt geht's hier unten lang, okay. Oh, okay. Jetzt kommen wir in den Flugabschnitt. Hier hat er den Zeitlimit zurückgesetzt. Ich weiß nicht mehr, ob das erlaubt war. Ah, okay. Auch interessant. Besser für dich, aber... Ah, Nummer 4. Er fehlt nur noch eine, das ist doch was. Die wird schon noch kommen, aua. Hä? Hey, warum hältst du dich nicht fest? Okay, jetzt. Okay. Ach, ich dachte jetzt, da hinten ist irgendwas. Nö. Kein Secret. Schade. Oha. Noch mehr Levelabschnitt. Was ist denn jetzt los? Wieder rüber. Okay. In diesem Abschnitt kriegst du die letzte Coin. Juhu. Ja, wo soll ich denn wissen, wo ich stehen kann? Okay, hier drauf kann ich einfach jetzt stehen. Cool. Hat er sich selbst in seinem Level noch ausgekannt? Ich weiß nicht mal, ob du das mit diesem Level ernst meinst, ehrlich gesagt.
Also, aber für ein Level für ein Level, das man nicht ernst meint, wirkt es mir dann doch wieder zu ernst. Weiß nicht. Also, es hat ja nicht mal so schlechte Ansätze. Es macht halt ein bisschen. Dadurch, dass man nicht so viel sieht, ist es teilweise blöd. Aber an sich hat es jetzt gar nicht mal so schlechte Ansätze. Die Coin ist Da, ich 30. hab's sie gesehen, hab sie gesehen. Okay. Also wenn man das ein bisschen anders von dem, oh mein Gott, von der Durchlässigkeit her und so gemacht hätte, ich glaube, dann hätte es schon okayes Level werden können. So rein vom Ansatz her fand ich das echt nicht schlecht. Du hast ja auch mit Safe States und Ja, so ne, gespielt. klar. Das habe ich aber bei den Kaizo-Leveln ja auch gemacht. Und die sind ja auch weiter vorne gelandet. Ich denke so, das Hauptproblem von dem Level ist halt wirklich dieses, dass das so verwirrend alles ist. Weiß nicht. Ansonsten hat's, wie gesagt, finde ich, gute Ansätze. Auch von den Ideen Nee, her, von also dem Konzept ja, her, ist so. meiner Meinung nach das schlechteste Level. Ja, okay. Das kommt ja erst noch. So, wir haben jedenfalls alles. 105. Platz. Bounce and Climb. Von Retro Koopa 7170. Wieder alles zu sammeln. Okay, wir bleiben im Wald. Wir bleiben im Wald. Okay, da In schon mal die Undertale erste gab es ja gar Erdkröte. keinen Wald, ne? Ja, lass mich nachdenken. Also, Nee, diese stimmt, Snow Wald Area. nicht. Wald gab es dann eher, also so richtig Wald, das war dann eher in Dings, in Deltarune. Deltarune. Ja, du startest in den Caves. Ja, das Schneegebiet, das könnte man so ein bisschen. Ist das nicht so ein bisschen auch Wald da außenrum? Ja. Bevor man bei Waterfalls landet, so ja doch, das ist schon so ein bisschen Wald. Weiß gar nicht, wie es heißt. Snowfall oder so? Ne, wie heißt das? Snowden. Ah ja. Wie viele Undertale-Reference gab es in diesem Hack? Ich muss mal zählen. Ich würde sagen, 4 bis 5. Oh, ist gut möglich. Ich weiß nicht mehr. Das Level ist doch jetzt auch wieder gut spielbar bisher. Ja, ist ganz okay. Verstehe ich jetzt noch gar nicht, warum Würde das so schlecht platziert ist. Ich meine, vielleicht kommt noch was, was ich total schlecht finde, aber. Ja, vielleicht. Mond gefunden? Ja, es wirkt dann halt, als wäre es gleich zu Ende. Dann ist es ein bisschen kurz. Ja, eigentlich ist es nicht so kurz. Ich meine, die Notenblöcke, ja. Das ist alles so. Okay, das ist albern. Das ist komplett albern. So benutzt man keinen P-Switch. Das ist bescheuert. Aber das ist jetzt noch nicht der Punkt, weshalb ich sagen würde, es ist weit unter 100 platziert. Aber gut. Es ist halt wieder auch ein Level. Du würdest sagen, ne, die sind ja so gimmick-technisch, es hat halt kein Gimmick auf jeden Fall. Es ist halt einfach ein Level. So, mir fehlt noch eine Yoshi-Coin. Ich möchte die nicht verpassen. Okay, perfekt. Perfekt. Damit haben wir schon alles. Müssen wir nur noch abschließen, das Level. Ja, gut. Kommt da schon der Abschluss? Tatsache. Thank you for watching. If you liked it, then please check out my YouTube channel for SMW Hack Let's Plays. Retro Koopa 7170. Das war ja auch noch Werbung. Ja. So. Ungewollte Werbung auf deinem Kanal. Geh sie noch abonnieren. So. Okay. Ein Level können wir, denke ich, noch unterbekommen. Die gehen ja doch alle recht fix.
Athletic Synergy, 109. geworden, CRM 0622. Auch wieder alles zu sammeln. Ja. Oh, es scrollt. Das Level. Dieses Level. Okay, Yoshi Coin. Oh, Da habe ich mich so schön gefreut, dass ich da so passend lande und muss dann... Wait, ich muss hier wieder hoch? Das ist ungünstig. Aber gut zu wissen, weil dann muss ich da schneller rauf. Oh mein Gott. Ja, danke. So. Und hier werde ich mehr staten. Aber auch, weil ich mich gerade echt dumm anstelle. Da kommt ein Felsen runter. Hallo, und da kommt ein Dings. Aber er zeigt es ja schön durch die Münzen an, dass da ein Felsen kommt. Das wiederum zeigt er nicht an. Ah! Warum ist das da? Lass mich doch mit dem Koopa hoch. Nein! Und warum scrollt es? Es ist wieder ein Level, es ist nicht notwendig, dass es scrollt. Das macht es nur schlechter. Da muss ich mit dem Fisch jetzt irgendwie da durch, oder was? Okay. Oben, unten, links, rechts. Koopa Mond, what? Wieso ist da eine Shell, wenn da der Mond... Okay, ich hole mir den Mond. Dann haben wir den schon mal. Sehr gut. Wait, aber wenn ich den so hole, komme ich nicht mehr hoch. Das ist schlecht. Ich muss mit dem... Du kommst schon hoch. Ach, ist da wieder ein... Ach, warte, hier ist ein... Nee, hier ist ein Block? Nee. Du scrollst ja hoch. Ah, lol. Oder vielleicht nicht. Naja. Okay, wenn man es vielleicht wirklich gut timet... Aber du hast es eh versaut. Also du kommst jetzt nicht mehr durch. Hätte ich die Shell mitnehmen müssen, oder was? Ja. Aber an die komme ich doch gar nicht. Wie soll ich denn mit der zurückkommen? Fisch. Ach so! Oha! Das ist übrigens nicht der einzige Mond. Du kriegst noch ein paar Chancen. Aber ja, okay, du hast den schon. Egal, ich habe den brauche ich die anderen. Da ist unten noch die Yoshi-Coin, aber ich glaube, das scrollt wieder runter. Okay, ich brauche die Shell also. Soll ich da unten durchschwimmen oder was? Hä? Nö. What the? Ja, aber wie soll... Wie, what? Das wurde dir schon am Anfang gezeigt, du bist aber da nicht hingekommen. Ich kann mich nicht gut ausdrücken. Ja. Na gut, also ich sehe jetzt, dass ich da durch kann. Jetzt muss ich nur irgendwie an die Yoshi-Coin noch rankommen vorher. Der mag's aber auch knapp, ne? Ja, das geht nicht so. Das wird so nix. Ich muss erst an die Yoshi-Coin. Dann irgendwie wieder hoch und... Weil ich nehme an, dass ich dann nachträglich nicht mehr rankomme. Ja gut, dann holen wir die später. Ja. Dann holen wir die als letzte oder so. Dann muss ich sie nur einsammeln. Ah, ja, ein gutes Level zum Schluss gestartet. Falls ihr es schon nicht gemerkt habt, das Level suckt. Wieso ist das nicht letzter? Ja. Okay, hat doch bestimmt Morsel wieder besser bewertet als die Ei. Genau.
weil wahrscheinlich hat Monster wieder zu viel gelobt. Das hat ihm doch bestimmt gefallen, dieses Konzept hier. Schön, wo Menschen leiden müssen, das ist voll sein Ding. Ah. Ach komm. Ja, aber mal so gesehen, für ein Kaiser-Level macht es eigentlich auch gar nicht so viel falsch bisher. Es ist halt fies. Macht sehr viel falsch, bitte. Für ein Kaiser-Level auch, würdest du sagen? Ja. Zum Beispiel? Ist schlecht. Nee, ist okay. Nicht gut. Es ist einfach, wir müssen mal einfach ohne Safe-States versuchen. Ja, naja, ohne Safe-States ist ja klar. Ist einfach alles viel zu tight. Ja, okay. Ja. Wait, darf ich da jetzt nicht mehr raus? Das genau, ja, das auch. Blöcke. Unsichtbar. Na gut, deswegen sagte ich hier wahrscheinlich A. So nach dem Motto: Sieh zu, dass du Spin-Jumpst auf den Dingern. Wobei, das ergibt auch keinen Sinn, weil dann bin ich ja trotzdem zu weit unten. Ah, nee, hier geht's noch, okay. Alter! Naja. So. Da drüben war irgendwo das Ding und der Mond interessiert mich nicht. Aber der wäre ja viel leichter zu bekommen als der andere. Was ist das denn? Betrug. Nein, natürlich. So, was hast du mir mitzuteilen? There are three water just pooped thanks to this message anyway. Some coins are served as sort of warning sign in every... Ja, aber das habe ich doch schon längst mitbekommen. Was willst du von mir? Ja, das war auch wieder so ein Zeichen, das mich denken lässt, der hat das nicht ernst gemeint. Das ganze Level hier. Weiß nicht. Aber wie kann man das so bauen und nicht ernst meinen? Also, meinst du nach dem Motto, man will die Spieler ärgern, oder was? Ja. Na gut, aber das will man doch auch. Ich hab dasselbe, ich mach dasselbe, ich hab dasselbe gemacht bei manchen Contests. Okay. Beim Questionable Level Design Contest zum Beispiel, das ist hier, der hast du ja auch nicht gespielt. Naja, dass du schwere Hex bauen kannst, habe ich auch schon festgestellt. Das war doch von dir, das eine, in Anführungszeichen, Pit-Level war doch von dir, ne? Wo man so einen Wallshot machen musste oder was das war. Ach, das war... Lange, lange her. Ganz lange her. Ich glaube, ich hab den nicht einmal mehr. Den kannst du nur irgendwo in welchen Archives... Oh no, was tue ich? Oh je, runterladen. Ja. Er müsste halt auf dem Kanal noch als Video sein zumindest. Ja. Ich weiß nicht, ob da ein Link dazu ist. Wer war da mit dir dabei? Hive? Oh, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich kann mich nur erinnern, dass er eingeschlafen ist. Stimmt, das kann sein. Jo, was ist das denn hier? Mein Gott. Spaß für die ganze Familie, natürlich. Richtig Spaß. Ich muss den erwischen, dass ich da rauskomme. So. Nein, es war doch gut. Nein, es war doch gut. Vielleicht sollte ich dir wirklich mal zwei cool DC-Level schicken. Das ist schon wieder so ein einfacher Mond. Ich finde, ich bin so ein Betrug. Jetzt drücke ich hier kompletten Blödsinn. Da habe ich schon wieder den Dings geswitcht, ne? Ja, jetzt bin ich wieder im richtigen Slot. Sehr cool. So wird das nix. So, von hier nochmal. Aua. Manchmal manövriert man sich auch in irgendeine Stelle, wo die Stelle eigentlich gar nicht schwer ist. Nur dadurch, dass man sich halt komplett dumm reinstatet, wirkt die Stelle dann unschaffbar plötzlich. Das ist auch immer so was Blödes. Wo man einfach... dann halt mal weiter zurückspulen sollte, anstatt die Stelle exakt zu probieren. Aber das lerne ich nie.
Wieso habe ich bisher nur 2 Yoshi-Coins? Wie viel kommt denn da noch? Wir hatten es doch gerade. Ah! Ich bin doch oben. So, danke. Meine Güte. So. Okay. Oh Gott, wie kommen wir so... Okay, also die erste Lücke kriege ich noch, kapiere ich noch. Die kapiere ich. Wieso machen Menschen sowas? Die kapiere ich auch noch. Das kapiere ich auch noch. Okay, das sollte ich vielleicht. Kann ich den. Was tue ich? Es ging doch vorne aus dem State. Ja, genau. So, jetzt kann ich gleich darüber. Nein, komme ich nicht. Schade. Muss ich ein bisschen höher. Ey! Okay, so nicht. Nee, das wird nix. Hau! Hä? Jetzt! Oh mein Gott. Lass mich da hoch. Lass mich da. Scheiße. Okay, ich komme also doch mit dem schön rüber. Wollte ich doch gar nicht. Wieso klappt's jetzt nicht mehr? No! Oder war es der andere? Es war der. Das war der andere. Echt? Ich glaube schon. Ich hab's irgendwie doch mit dem geschafft, dachte ich. Weiß aber nicht mehr wie. Weiß wirklich nicht mehr wie. Was mit dem? Aber mit dem komme ich nicht hoch genug. Ach so, doch so. Ja. Oh mein Gott, ey. Okay, jetzt wieder A. Ergibt Sinn. Ja, pack mir noch einen Koopa ins Gesicht. Ist in Ordnung. Nein! Ja, genau. Aber ich hab die. Da ist der blaue. Die blaue Münze ist da. Er hat davor gewarnt. Alles gut. Brauche ich nicht hier künstlich auflegen. So. Willst du jetzt von mir? Okay. Eine Yoshi-Coin, dankeschön. Will da hoch? Ah, okay. Augenblick mal, ich schau das Level mal kurz nach. To overcome next section, you must behold, hold or hold off B-Button. Na, nee. Book? Okay, weiß nicht. Ach so, so ein Ding ist das, okay. Ich dachte dort, wo die Pfeile sind, wäre eine Yoshi-Coin, aber nicht. Ich dachte, das wird schlimmer. Das ist ja okay. Das kriegen wir hin. Zack. Das machen wir wieder nach Gefühl. Das ist okay. Da sehe ich mich. Das kriegen wir hin. Ich habe schon schlimmere Dinge erwartet. Aber vielleicht kommen die ja noch. Oh. Cool. Okay, nee, da muss ich ein bisschen laufen wahrscheinlich. Mir geht das Kill dir Momentum.
Ja, aber sofort abspringen? Ja, vielleicht auch doch wirklich sofort abspringen. Kann auch sein, ja. Ah, ich bin bei dem noch zu weit drüben. Ja, weil das ist... Wahrscheinlich muss ich einfach auch ein bisschen später drauf landen. Wahrscheinlich ist das schon der Trick. Dass ich nach dem letzten Koopa auf jeden Fall die B-Taste komplett durchdrücke und dann so irgendwie weitere... Der Trick ist, dass das Level komplett ist. Bitte? Der Trick ist, dass das Level zu skippen. Nein. Nein, nein, es ist schon okay. Das ist okay. Yoshi Coin 4. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Also. Noch ein Mond! Noch ein Mond! Ich bin mich verarscht. So, hier drin kriege ich jetzt wahrscheinlich einen P-Switch, den ich hier hinten brauche, wa? Ja, war klar, okay. Sehr toll. Sehr schön. Und das Gute ist, wir wissen, wo die letzte Yoshi Coin ist, also wir haben. LOL! Hä, wieso beide? Okay, wo... Für die Schelle. Wer weiß es schon. Ja, das war dieses Level. Holen wir uns noch die Yoshi-Coin und dann sind wir happy. Und der ich nach wie vor... LOL, was ist das? Hä, was ist das denn jetzt? Da ist auch ein Mond. Genau, das Mond. Ah, lol. Ah, lol. What the hell? Nein! So. Zum Glück muss ich da jetzt ja auch nicht ewig weit spielen. Sondern nur noch den angenehmen Teil nochmal spielen. Auch wenn. Den Block verstehe ich bis jetzt nicht. Wozu ist der da? Doch nicht plötzlich, weil er jetzt auf Hilfe macht. Ein wenig rumgetrolle. Ein wenig rumgetrolle. Wieso ist der Mond wieder da? Ich habe den eingesammelt. Der ist Map 16 gesetzt. Nicht extended. Hat gut geklappt. Ist hier irgendwo ein Block zum wieder hochkommen? Nee, also keine Ahnung, wie das gedacht ist. I don't care. Okay, wir haben die ersten vier Level von der schlechtesten Welt hinter uns gebracht, wovon eigentlich nur eines keinen Spaß gemacht hat. Die anderen waren spielbar. Vorsichtig ausgedrückt. Sehr vorsichtig ausgedrückt. Die nächsten gibt's im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.